Frau Schlatter, Sie sind Stadtbaumeisterin von Staufen. Was ist bei Ihnen geschehen? Ja, wir wollten zwei Rathausgebäude mit Geothermie heizen im Winter und kühlen im Sommer und haben hierzu 7 Geothermie-Sonden abgeteuft zwischen den zwei Rathausgebäuden. Leider wurde vermutlich eine der Sonden nicht richtig verfüllt, sodass Wasser in den quellfähigen Bereich aufsteigen konnte und seither der Boden unter uns sozusagen aufquillt. Das führte zu Schäden an den Gebäuden. Jetzt, welche Lehren hat man gezogen? Gut, wir hatten für die Bohrung alle erforderlichen Genehmigungen von Seiten des Regierungspräsidiums. Wird jetzt ab einer bestimmten Schicht, also wenn eben diese Schicht angetroffen wird, ein Bohrstopp verhängt, sodass eben nicht mehr weiter gebohrt werden darf.